zum nächsten Programmpunkt zu schauen, nach Schloss Paulsbrunn in Niederösterreich. Viele Kinder sind auch dort, also da wird es vielleicht auch die ein oder andere kleine Narbe geben, aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Da gibt es wieder Märchen und diesmal das Märchen der Riesenfreund. Meine Kollegin Elisabeth war mit Tochter Amelie und Freundin Julia, also Freundin von der Amelie, im Märchenschloss und hat sich schon einmal ganz genau umgeschaut. So, jetzt machen wir einen schönen Ausflug zum Schloss Paulsbrunn. Habt ihr gern Märchen? Ja. Ja, da gibt es ganz besondere Märchen. Die sind nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Da lebt nämlich ein Riese. Weil der versteckt sich, weil der ist so anders, der fürchtet sich vor den Menschen. Aber da ist Hallo. Die Nina, die uns schon begrüßt. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo, Schatz. Grüße dich. Hallo. Kommt rein. Na komm, Schatz, jetzt schauen wir uns das Märchen an. Also wir gehen jetzt als erstes ins Reich der 1000 Türen zur Sturmhexe. Ja. Da ist das Reich der 1000 Türen. Trauen wir uns rein? Ja. Ja, komm, gehen wir. Jetzt bin ich hier Sturm. Die Windpocken-Bocken. Theaterfans ab 4 Jahren können hier in eine geheimnisvolle Welt eintauchen. Aber auch jene, die nie aufgehört haben, Märchen zu lieben. Mit den allerbesten Grüßen von der Bäckersfrau. Liebe Sturmhexe, ihr habt hier ein tolles, interaktives Märchenspiel. Ich meine, du spielst, du singst und das alles eigentlich nicht wissend, wie die Szene ausgeht. Weil da kommen ja Kinder, die spielen bei euch mit. Ist das nicht sehr schwierig? Na, das ist gerade die Herausforderung. Ja? Wir spielen viele Vorstellungen, viele Kinder werden kommen und uns wird nie langweilig, weil es jedes Mal anders ist. Weil ja. Die Kinder uns in eine andere Richtung bewegen. Dürfen die Erwachsenen bei euch auch mitspielen oder nur die Kinder? Die Erwachsenen müssen mitspielen. Also ich bringe dann, das darf ich zwar eigentlich noch nicht verraten, ich sag's dir ganz geheim, ja. Ich bringe dann den Kindern und den Erwachsenen den Sturmtanz bei. Wow. Und wenn die Erwachsenen nicht ordentlich mittanzen, kann ich sehr streng werden. Mit Kindern eher nicht, aber mit Erwachsenen, die können sich von mir in Acht nehmen. Aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen, mutiger zu werden. Wollt ihr mir helfen, mutig zu werden? Ja. Ja, okay. Womit fangen wir an? Wir können, wie geht jemand, der mutig ist? Weißt du, wie jemand geht, der mutig ist? Bist du mutig? Zeig mir das nicht. Super. Wie meinst du? Okay, warte. Ja, bleib mal so. So? Ist das gut so? Oder muss ich irgendwas verändern noch? Nein? Okay, gut. Dann haben wir jetzt mal einen mutigen Gang. Ja, ein bisschen mutiger, muss ich sagen. Fühle ich mich schon. So. Ah, da geht's zum Meer. Ui, hoffentlich muss man da schwimmen können. Da lebt das Wasser ungeheuer. Super. Tom hat den Riesen verärgert. Er wollte es nicht, aber Tom kann nie seinen Mund halten. Ja, ja, Tom. Und dann hat der Riese Tom versteinert. Versteinert? Oh mein Gott. Bei euch Menschen, da geht's immer so ab. Ruby, Shuby, Monster Ruby, only for me. Jetzt habe ich hier zwei ganz wichtige Märchengestalten. Die Michi, die Autorin, und die Agnes, die Kostümbildnerin. Michi, kannst du dich da so richtig austoben, jedes Jahr ein neues, schönes Märchen zu schreiben? Ja, absolut. Also es ist wirklich immer jedes Jahr spannend, weil immer neue Figuren kommen, immer neue Themen, immer neue Geschichten. Und für mich ist es immer total spannend, dann, wenn natürlich bei den Endproben, wenn die Figuren wirklich so eine Form annehmen. Das ist für mich dann halt immer der schönste Moment. Und wenn dann die Kinder kommen und man merkt, okay, es hat funktioniert. Muss man da mitdenken dass ja die Kinder und Erwachsenen, die spielen ja mit, ne? Also ja. Die gehen dann schon mal her und zupfen wahrscheinlich und probieren, ob das hält, oder? Das muss gut genäht sein, denke ich mir. Ja, das sowieso immer. Aber was da halt sehr schön ist, dass man, weil man so nahe dran ist, sehr detailliert arbeiten kann und wirklich auch kleine Details machen kann. Und das sieht man halt oft auf der großen Bühne ja gar nicht. Und da ist die Möglichkeit da wirklich einfach auf die Details zu achten. Und das finde ich sehr schön. Und jetzt kommen wir gleich zum Riesen. Menschenkinder! Was habt ihr alle hier zu suchen? Kehret um! Hört ihr? Kehret um!
bevor das Riesenleid euch trifft. Alan! Wow, jetzt ist doch gar alles gut ausgegangen, hä? Hat's euch gefallen? Ja! Ein echter Märchensommer. Also unsere Märchengruppe war schon mal ganz begeistert. Jetzt freue ich mich, die Nina Blum, die Frau Intendantin, zu begrüßen wieder mal. Gell? Ja, das muss schon sein, gell? So schnell geht das, Frau Direktor, Frau Intendantin. Märchensommer, das Märchen vom Riesenfreund. Genau. Dieser Riesenfreund, nach der Sage, der hat mit Beuys Bruni auch zu tun, ne? Ja, wobei wir haben also die Sage von Beuys Bruni, sage ich immer, neu erfunden. Ja, es ist unsere Idee gewesen von der Michi und von mir. Und ja, wir haben also die Geschichte ist, es lebt ein Riese im Schloss Beuys Bruni einsam und verlassen und niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Und die vier mutigen Freunde, Tom, Mia, Natti und Paulchen, begeben sich dorthin. Und dann beginnt also eine unglaubliche Reise voller Abenteuer, die sie eben ins Reich der tausend Türen bringt. Und im Endeffekt retten sie ihren Freund, der versteinert worden ist, aber eigentlich auch den Riesen, weil er ist in Wirklichkeit gar nicht böse, sondern ist einsam und möchte eigentlich nichts lieber als zurück zu seinen Freunden ins Land der Riesen. Aber wie gesagt, es gibt einen Sagenhintergrund von dieser Geschichte. Genau, das ist sozusagen die Sage von Beuys Bruni, dass dieser Riese im Schloss lebt. Ja. Jetzt ist interessant, es gibt ja nicht nur eine Bühne, sondern das ganze Schloss spielt mit. Wie funktioniert denn das jetzt rein technisch, logistisch überhaupt? Also rein logistisch ist es so, dass die Zuschauer bekommen einen Sticker als Eintrittskarte quasi, entweder Gewitter, Zwerg oder Sturmhexe oder Wasserungeheuer-Sticker. Das sind die drei Wesen im Reich der tausend Türen, wo sie hin müssen. Und die erste Szene ist im Schlosspark, wo wo der Riese lebt. Und dann nach der ersten Szene teilt sich das Publikum. Und dann je nachdem, welchen Sticker ich habe, gehe ich zur Sturmhexe, zum Gewitterzwerg oder zum Wasserungeheuer und erlebe quasi die Perspektive einer Figur mit. Und dann zur letzten Szene kommt das Publikum wieder zusammen. Also unterschiedliche Reihenfolge halt, ne? Nein, man erlebt es und man kommt dann nur zur Sturmhexe. Gewitterzwerg und Wasserungeheuer laufen parallel, die sieht man nicht. Aber steht. Da müsste man dreimal zu uns kommen. Das ist sozusagen rein logistisch nicht anders möglich, weil die Räume im Schloss nicht so groß sind. Und aber ist auch ein guter Tipp schon jetzt, ne? Wem es gefallen hat, der kann nochmal zweimal kommen und sieht nochmal ganz andere Perspektive. Aber auch für die Regie natürlich, du hast die Regie gemacht. Auch eine Herausforderung natürlich, dass es dann allen gleich gefällt, ne? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, heuer habe ich überhaupt keine Lieblingsszene. Ich mag die alle drei. Manchmal hat man dann so Lieblingsszenen. Aber ich finde die drei Wesen, Sturmhexe, Gewitterzwerg und Wasserungeheuer, sind also alle irgendwie sehr speziell. Klingt spannend, ja. Und das Schöne ist, durch dieses Wandern, ich habe das Gefühl, für Kinder ist das sehr fein, weil das auch ein Abenteuer ist, ja, dann so von einem Platz im Schloss zum nächsten zu pilgern und die einen kommen im Keller zum Gewitterzwerg und beim Wasserungeheuer ist es wie am Meer, wie man gesehen hat und bei der Sturmhexe ist es wieder so ein bisschen anders gruselig. Also da gibt es keine Rangeleien bei der Verteilung. So, nein, ich will aber dort, nicht dahin. Ja, also manche kommen und die wissen genau, sie wollen also sicher dorthin. Die meisten sind da ganz offen und jetzt sind Kinder ja das ehrlichste Publikum, das es gibt. Wie ist denn das für die Schauspieler? Weil die Kinder, die werden ja aufgefordert, mitzutun. Und die tun ja da nicht das, was im Buch steht, sondern was sie gerade wollen. Genau. Also wir sagen immer, es ist ein interaktives Märchenwandertheater, das wir da machen. Und es ist also an vielen Stellen so, dass das Publikum mitsingen muss, mittanzen, dass es auch die Aktion braucht. Ich bin immer sehr froh und überrascht, doch, also das funktioniert super. Ja. Kindern macht das Spaß und auch den Erwachsenen macht das eigentlich ziemlich viel Spaß, wenn sie dann den Blubber-Song mittanzen müssen und den Sturmtanz und die Gewitterformel sprechen. Und ja, ich glaube, dass es uns gut gelingt, ein Familientheater anzubieten, wo auch die Eltern und die Großeltern gerne mitgehen und die Kinder nicht abgeben und sagen, so, jetzt habe ich irgendwie 1,5 Stunden Zeit für mich, sondern es ist auch so mein Anspruch eigentlich, dass wir große und kleine Märchenfans irgendwie Lust machen, mit uns auf eine Märchenreise also zu gehen. Das ist da allemal schon gelungen, auf jeden Fall. Bleiben wir bei Kindern. Jetzt schauen wir allerdings von Beuys Bruni noch einmal zurück ins Burgenland, wo mein Kollege Martin Steiner ja mit Kindern zu tun ist. Und da geht es ums Eisenerz, das gesucht werden soll. Mal schauen.